Die Burgruine am Ufer der Laïta im Wald von Carnuet in der Bretagne könnte das Schloss des berühmt-berüchtigten Fürst Ponomor gewesen sein. Dieser elende Schurke war möglicherweise der Ursprung einer bretonischen Legende, die es in sich hat. Ponomor hat seine Eltern umgebracht, um seinen Besitz zu erweitern. Während diese Tat kein allzu großes Problem für ihn darstellte, bereitete ihm eine andere Sache Kopfzerbrechen. Eine Hexe hat ihm prophezeit, dass sein Sohn ihn töten würde. Um nicht vorzeitig aus dieser Welt scheiden zu müssen, greift Ponomor zu einer ziemlich radikalen Lösung. Jedes Mal, wenn seine Gemahlin schwanger wird, bringt er sie um. Also heiratet er einmal, zweimal, dreimal, viermal. Und tötet seine Gemahlin einmal, zweimal, dreimal, viermal. An dieser Stelle bietet sich ein Exkurs an. Es heißt, Charles Perrault habe sich von diesem Ponomor zu seinem Blaubart inspirieren lassen. Andere hingegen halten Gilles de Rais aus der Vendée für die eigentliche Vorlage. Erwartet nicht, dass wir diesen Streit zwischen der Bretagne und der Vendée auflösen. Ende des Exkurses. Vier Hochzeiten und vier Todesfälle. Kein Wunder, dass der Graf von Vannes zögert, als Ponomor ihn um die Hand seiner Tochter Triphine bittet. Würde er damit nicht ihren Kopf riskieren? Doch es ist nicht leicht, sich Ponomor zu widersetzen, also wird geheiratet, bis dass der Tod sie scheidet. Es kommt, wie es kommen musste. Triphine wird schwanger und flieht. Ponomor jagt ihr hinterher. Sie bringt ihren Sohn im Wald zur Welt und nennt ihn Trümeur. Ihr bleibt gerade noch Zeit, ihn dem heiligen Gildas anzuvertrauen, der gerade vorbeikommt, bevor auch sie geköpft wird. Einige Jahre später begibt sich der groß und stark gewordene Trümeur nun zum Schloss seines Vaters und bringt es zum Einsturz. Ponomor stirbt unter den Trümmern. So endet die Legende: Auge um Auge, Zahn um Zahn, Kopf um Kopf.